Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konarium. Ich bin Mr. Kadhafi, euer unglaublich glückliches Kaninchen. Ja, wir sind immer noch in dieser Höhle mit den netten Herrschaften hier. Aber zwischenzeitlich ist ein bisschen Zeit vergangen. Meine Anspannung war eigentlich weg. Kaum bin ich hier drin, schon ist sie wieder da. Fantastisch. Ich habe aber auf eure Kommentare reagiert. Und zwar habt ihr ja gesagt, oh, Kadhafi, du hast da bei dem U-Boot-Teil, bist du ja an eine andere Stelle gefahren. Vielleicht bist du ja nur deswegen gestorben, weil du, also das mit dem Tintenfisch, dass du da denn gestorben bist und so, weil du in die falsche Richtung geschwommen bist. Das klang sehr plausibel, weil wir sind ja sehr viel rumgeschwommen und haben auch versucht, alternative Wege zu finden. Und deswegen habe ich jetzt nochmal offscreen geguckt. Aber wir haben scheinbar den einzig möglichen Weg gewählt. Denn wir sind den Weg lang gefahren, wo diese Leuchtballons waren unter Wasser. Weiß nicht, wie man das nennen möchte. Diese Signallampen halt. Und da sind wir lang geschwommen und ich habe auch mal versucht, noch woanders hinzukommen. Und es gibt scheinbar keinen anderen Weg. Jedenfalls nicht, dass ich jetzt noch einen gefunden hätte. Deswegen ist das wohl so gewollt, dass wir dort landen. Und dann habe ich hier mich noch ein bisschen umgeguckt. Nee, oder so kam man, so. Und habe da auch nicht groß etwas hier mehr noch gefunden. Ich frag mich, was das mit dieser Hand auf sich hat. Das habe ich immer noch nicht verstanden, was das mit dieser Hand auf sich hat. Wozu brauche ich diese Hand? Also grundsätzlich ist das ja eine Frage, die ich mir tagtäglich stelle. Wozu sollte ich eine Hand brauchen? Aber naja. Jedenfalls habe ich hier nichts gefunden in diesem Raum. Es gibt hier scheinbar kein Secret. Das heißt, wir können uns freudestrahlend weiterbegeben. Oh, ich hatte schon wieder vergessen, was hier auf uns wartet. Ah, ich war schon wieder aufmerksam und habe mir ganz, ganz viel gemerkt von dem, was hier, warte mal, nimm mal die Foto runter. Hier passiert ist. Kann ich meine Axt wieder haben? Wo ist meine Axt? Axt? Axt! Ich glaube auch, ich möchte das jetzt mal, ich weiß es noch nicht, wir sind ja noch nicht am Ende des Spiels, aber ich persönlich würde sagen, dass hier nicht viel alternative, wirkliche Wege möglich sind. Also Secrets und sowas können wir natürlich schon finden, wie wir das fleißig getan haben. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich alternative Wege gibt, sondern es ist schon so, dass wir hier nur einen Weg zur Verfügung haben. Und wir können nur unterwegs entdecken. So stelle ich mir das vor, bisher jedenfalls. Warum wollte ich hier nicht lang? Wegen den Leichen? Was war das wegen den Leichen? War das wegen den Leichen? Wollte ich hier wegen den Leichen nicht lang? Es gab einen Grund, weswegen ich hier panisch schreiend wieder zurückgelaufen bin. Mein Gehirn hat nur zum Schutz verdrängt, warum. Hexenman! Nimm mal die Axt wieder runter. So. This obelisk is dead. Gut erkannt. Hoffentlich folgen wir diesem Beispiel dieses Obelisken nicht. Ich habe mich auch erstmal entschieden, ihr müsst mal sagen, wer es davon haltet, das Ganze auf 15 Minuten. Wir hatten angefangen mit Pi mal Daumen 15 Minuten, jetzt hatten wir ein paar Folgen lang 20 Minuten Folgen und jetzt mache ich erstmal wieder 15 Minuten und ihr könnt dann ja mal sagen, wie ihr das so findet. Finde ich übrigens eine unglaublich coole Idee mit leuchtenden Steinen. Ich glaube, das ist ja ein leuchtender Stein. Ist das Feuer? Ich glaube, das ist ein leuchtender Stein. Brennt vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Leuchtende Steine fände ich aber sehr passend. Da bin ich aber ein bisschen durch das schwarze Auge, durch DSA, beeinflusst, denn dort gibt es ja auch Achas, das sind ja Echsenmenschen, oder Echsen halt.
Und die haben eine eigene Art der Magie entwickelt. Und zwar mit Gesteinen. Also die nutzen Steine für ihre Zauber. Und das ist natürlich hier ein bisschen Einfluss geben für mich. Finde ich eine unglaublich coole Idee. Ich wollte doch schon immer mal ein Achas spielen. Das hat sich leider nie ergeben. Weil man braucht natürlich eine spezielle Runde für sowas. Müssen wir hier lang? Kommen wir von hier? Weil Achas sind im restlichen Gebiet von Aventuri nicht gerade die beliebtesten. Exo! Also bisher ist das alles noch ein Weg. Ich warte nur darauf, dass hier mal so einer von denen aufspringt. Weil die sehen relativ gut erhalten aus, möchte ich sagen. Und die sehen teilweise auch schon relativ weit aus ihrem Schleim rausgelassen. Und besonders auffällig sind jene Plattformen hier, die leer sind. Ich meine, wir wissen ja alle, dass Echsen teilweise in der Lage sind, sehr, sehr lange in Kälteschlaf zu verbringen. Oder in Kältestarre. Das ist ja kein Schlaf, was sie haben, sondern es ist ja eine Starre, Kältestarre. Und vielleicht ist das hier auch einfach nur so eine Ruhestarre, die gerade einhalten. Und warten darauf, dass die Erde weiterentwickelt ist. Es gab eine große Katastrophe, die Erde, als sie hier gelebt haben, anheimgefallen ist. Irgendwie eine Eiszeit zum Beispiel, dass die hier gelebt haben. Dann kam eine der vielen Eiszeiten und ein Echsenvolk wäre natürlich an einer Eiszeit zugrunde gegangen, wenn die jetzt auch kaltblütig sind wie die Echsen heutzutage. Dann würden die ja daran zugrunde gehen. Und das wäre natürlich nicht so cool für die, deswegen haben sie sich einfach in Kältestarre begeben. Und jetzt, wo die Erde langsam wärmer wird... Gut, okay, wir sind hier im ewigen Eis, also das wird hier nicht so schnell wieder wärmer. Tektonische Plattenverschiebung, war die Antarktis irgendwann mal wärmer? Oh Gott, da hört mein Geologieverständnis und mein erdgeschichtliches Grisselsverständnis dezent auf. Ob die Antarktis irgendwann mal zu... Ich meine, die gehört ja mal zu Pangea. Garantiert. Naja. Da ich aber nicht in dem U-Boot-Teil irgendwo anders hätte hingekonnt, so scheint mir, ist das hier auch nicht so dieser Fall von wegen du bist tot und... also die... Ah, wieder. Geschichte! Yes. It is depicted here, our gateway out of this world. These reliefs clearly portray ancient Cornarium, the thing I have been searching for my whole life. As much as I can understand, that one depicts a seemingly dead city as an ever-living organism with lots of mummified bodies connected to the device. Incredible! And the other one depicts an ancient Cornarium which is connected to another one, most probably outside of this planet, or maybe out of this dimension. Oh, my. This is just marvelous. Ja, ich kann mich kaum halten vor Freude. Unser Tagebuch wurde aktualisiert. Der gleiche Text, den wir gerade haben. Ihr habt mitbekommen, was der gerade gesagt hat, ne? Die scheinbar tote Stadt ist ein riesiger lebender Organismus, angeschlossen an Mumien. Alter Finne. Und was, durch was laufen wir da unten gerade? Durch ein riesiges Katakombensystem mit, na, Echsenmumien. Cthulhu. Und dann gibt es hier noch ein anderes. Das ist also das eine Konarium. Und das ist verbunden
Zu einem anderen, zu einer anderen Welt. Durch die Sterne. Stargate. Na gut, dann machen wir hier mal wieder das blaue Leuchten an. Beim letzten Mal war ich ja so dezent dumm und habe gedacht, dass wir hier in dem alten Turm sind. Aber natürlich war das Unsinn, denn unser Turm sah ja ganz anders aus. Jetzt machen wir das einfach nochmal und damit aktivieren wir gerade den dritten Turm. Oh, das ist nicht gut, was wir tun. Das ist dermaßen nicht gut, was wir hier gerade tun. Oh, mir fällt da nämlich gerade hart ein, dass wir in einem der ersten, ich glaube, das war in dem ersten dieser Wandreliefs, gelesen haben oder gesehen haben, dass das drei Türme sind, die da standen. Drei oder vier Türme. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es drei oder vier waren, aber es waren auf jeden Fall mehrere. Wir können noch nach. Wieso ist denn da eigentlich ein Klopfer hinten dran? Seht ihr das? Kannst du nochmal ein Stück zurückgehen? Da. Sag mal, warum ist da hinten? Kann man mit dieser Axt auch Schinken klopfen? Oder warum ist das Schnitzelklopfen? Oder warum ist da hinten so ein komisches Zeug dran? Egal. Was ich nämlich sagen wollte. Und zwar, lass mich nochmal ganz kurz durchgehen. Mach nochmal ganz kurz Licht an, damit wir mehr sehen. Vorahnung, Visionen, verschwommene Albträume, Opernomau, Botanikexperte. Also. Hier, das sieht doch das. Ich glaube, das ist es, oder? Das Beeindruckendste an diesem gewaltigen Panorama sind meiner Meinung nach jedoch die vereinzelten, gen Himmel ragenden Bauten, die einem Leuchtturm zu ähneln scheinen. Es sieht so aus, als würden von allen ein Lichtstrahl zu einem gewaltigen Gebäude im Zentrum ausgehen. Und was tun wir hier? Geh mal wieder weg, Dankeschön, Tagebuch. Wir richten einen, scheinbar in einem Turm, einen Strahl. Irgendwohin aus. Das ist nicht gut. Apropos, das ist nicht gut. Können wir mal ganz kurz nochmal unseren Kristall hier in die Hand nehmen? Leuchtet, fühlt er sich jetzt schon auf? Nee. Möchte ich erstmal wieder meine Axt haben. Warte mal, können wir mal ganz kurz gucken? Gibt es hier Signale? Können wir mit jemandem reden? Hallo? This is Frank Gilman. Can anybody hear me? Over. Hätte er von Anfang an schon gesagt, dass er Frank Gilman ist? Vier Türme, da. Eins, zwei, drei, vier Türme. Und die haben in die Mitte geleuchtet, wo jetzt Cthulhu ist. Das ist immer die gleiche Stadt, fällt mir gerade auf. Das ist immer die gleiche Stadt. Bin ich blind gewesen? Meine Güte. Ja, bin ich. Im Zweifelsfall bin ich immer blind. So, wir machen wieder Licht und jetzt gehen wir wieder weiter. Wir haben jetzt unseren Abschnitt. Tja. Da. Oh. I can't bear the pain anymore. Wir sind. Oh Gott, ich hab grad. Oh Gott, ich hab grad eine richtig schlechte Idee. War das Feuer schon an das Feuer? Die waren vorher aus, oder? Waren die vorher aus? Ich glaube, die waren vorher aus. Wir waren tot. Wir waren tot. Wir waren lange Zeit... Wir waren für ein paar Minuten oder so waren wir tot. Kann es sein, dass wir einfach nur... Ich erinnere mich gerade daran, dass in der Szene, in der ich panisch weggelaufen bin, das erste Mal, als die Leichen wieder beschworen wurden, oder als da so ein Schwebemonster war und in dieser unterirdischen Höhle aus dem einen Steinsarg eine Leiche wieder auferstehen hat lassen. Der hatte auch unsere Uniform an, oder eine Uniform an, wie wir sie anhaben. Kann es sein, dass wir eigentlich auch nur von so einem reanimiert sind, um dieses ganze Konstrukt zu aktivieren, um dann ein Portal zu öffnen? Oh mein Gott, warte! Die
Oh, ho, 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 ho. Und zwar, pass auf, Theorie. In dieser Folge noch zum Ende eine Theorie. Und zwar, ich bleibe bei dieser, von wegen irgendeine Eiszeit oder was auch immer, hat die Echsenmenschen hier in eine Situation gebracht, dass sie sterben würden. Deswegen haben sie dieses Konarium hier mit einem anderen verbunden, sind größtenteils geflüchtet in die andere Welt, um dort zu überleben. Ein paar wenige sind hier geblieben, um den Rückweg zu sichern. Und zwar irgendwann, wenn Event X passiert, wird das Stargate erneut geöffnet, um dann die Echsenmenschen oder was auch immer wieder zurückzuholen. Vielleicht sind die Echsenmenschen auch einfach nur, die Echsenmenschen sind Diener. Die Echsenmenschen sind Diener. Es geht um irgendein anderes Volk. Oh mein Gott, es geht um ein anderes Volk, was jetzt ganz, ganz Böses tut und in dieser anderen Welt wartet, bis es hier wieder gut ist. Und die Echsenmenschen waren einfach nur hier und sollten warten auf ihre Meister und die wieder zurückholen. Und, das passiert gerade. Die Echsenmenschen. Ich philosophiere in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Ihr merkt gerade, rattert es in meinem Kopf. Ich muss ein bisschen nachdenken und meine Gedanken ordnen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen. Würde mich echt interessieren, was zieht ihr bisher für Schlüsse aus dieser ganzen Story? Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf eure Ideen. Schreibt mir die rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.